Die deutsche Wiedervereinigung, die galt der Bundesrepublik in den Jahren der Teilung als großes Ziel. Kontakte zu den Brüdern und Schwestern hinter der Mauer waren wichtig. Post von drüben und Anrufe aber gleichzeitig verdächtig. Schließlich fürchtete der Westen kommunistische Propaganda. Systematisch wurden deshalb in den 50er bis 70er Jahren ankommende Briefe und Pakete aus dem Osten geöffnet, kontrolliert und größtenteils vernichtet. Mehr als unglaubliche 100 Millionen Sendungen. Jetzt kommt heraus, der Geheimdienst regelte das im Auftrag der Alliierten. Und deren Sonderrechte scheinen bis heute zu überleben, zeigen Joachim Barz und Reinhard Lasker. Die 60er Jahre. Das Grundgesetz der jungen Bundesrepublik schützt das Post- und Fernmeldegeheimnis ohne Ausnahme. Was nur wenige ahnten, die Geheimdienste hörten fleißig mit. ...1963 deckt die Zeit den ersten Abhörskandal der Bundesrepublik auf. Unter Beschuss Bundesinnenminister Hermann Höcherl. Der verteidigt das Vorgehen des Verfassungsschutzes. Berühmte Begründung. Die Beamten können nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen. Der damalige Redakteur und spätere Herausgeber der Zeit, Theo Sommer, hatte Höcherl deshalb heftig attackiert und wird kurz darauf im Fernsehen befragt. Unser Artikel beruhte auf Angaben vertrauenswürdiger Informanten. Wir hatten zwei Vorwürfe erhoben. Der erste, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz seit Jahren das im Grundgesetz verbürgte Fernmeldegeheimnis und das Briefgeheimnis verletzt. Und ich habe in diesem Leitartikel geschrieben, diesen Verfassungsschützern aber sind Leute, die den ganzen Tag zwar nicht mit dem Grundgesetz, wohl aber mit der SS-Blutgruppentätowierung unterm Arm herumlaufen. Denn mit der Überwachung waren ausgerechnet ehemalige SS- und Gestapo-Angehörige beauftragt. Im politischen Kampf waren damals fast alle Mittel recht. Kontrolliert wurde in Westdeutschland auch der Postverkehr mit der DDR. Und das in einem bisher unbekannten Ausmaß. Die Deutschen arbeiteten dabei eng mit den drei westlichen Besatzungsmächten zusammen. Die hatten umfangreiche Sonderrechte zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Historiker Josef Foschepoth konnte bisher geheime Akten auswerten. Sein Fazit: Die gesamte DDR-Post wurde in Westdeutschland überwacht, zum großen Teil sogar vernichtet. Um eine Gesamtzahl zu nennen, also in diesem Zeitraum von 1955 bis 1972, sind es exakt 119 Millionen Postsendungen, die von der DDR in die Bundesrepublik kamen und die hier aus dem Verkehr genommen worden sind. In West-Berlin war dafür die Post zuständig. Wie im früheren Postamt 11 wurde die DDR-Post vorsortiert. Lothar Nürnberger und Kollegen haben jahrzehntelang erlebt, wie die Alliierten die DDR-Post filzten. Diese Post, die aus der DDR kam, wurde dann über eine besondere Dienststelle den Amerikanern zugeführt, weil Postamt 11 in Kreuzberg war und Kreuzberg gehörte dem amerikanischen Sektor an. Und die kontrollierten wohl die Post, sortierten wohl Propagandapost aus und kontrollierten wohl auch noch übrige Sendungen. Nach Westdeutschland kam die DDR-Post mit den Interzonenzügen. Dort stiegen Beamte der Bundespost zu, sortierten im Auftrag des Verfassungsschutzes verdächtige Sendungen aus, vor allem sogenannte kommunistische Propaganda. Die staatsgefährdenden Schriften übergaben sie dann dem Zoll. Siegfried Schüssler war Zollamtsvorsteher in Neustadt-Holstein. Er erinnert sich noch genau, wie er mit seinen Kollegen säckeweise DDR-Post öffnete. Es gab eine ganze Reihe von Postsendungen aus der DDR, gleichartige Briefumschläge, kindliche Anschriften, die ganz häufig eben diesen Propagandakram enthielt. Und das war eben das, was von der Post aussortiert wurde, uns übergeben wurde. Und wir hatten nach alliiertem Recht die Aufgabe, diese Sendung zu öffnen, zu gucken, ob da Propagandamaterial drin war. Das wurde abtransportiert und vernichtet, zum Beispiel in der Justizvollzugsanstalt Hannover.
Jahrelang schredderten Strafgefangene hier verdächtige DDR-Post, darunter auch private Briefe. Das war gewissermaßen der kleine kalte Bürgerkrieg zwischen diesen beiden deutschen Staaten. Mhm. Daneben gab es natürlich den großen kalten Krieg, das heißt den internationalen. Und da waren vor allem natürlich die Amerikaner interessiert. Jetzt aber nicht, um irgendwelche grauen Papieren oder Reden von Walter Ulbricht aus dem Verkehr zu ziehen, sondern sie wollten strategische Informationen bekommen über alle möglichen Dinge im Osten. Und so waren beide, die Westdeutschen und ihre Verbündeten, an der Bespitzelung der Bürger interessiert. 1968, Studentenunruhen. Proteste richteten sich auch gegen die Notstandsgesetze. Doch die kamen und mit ihnen auch das sogenannte G10-Gesetz zur Beschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Von nun an, Zitat, sind die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst berechtigt, die Telekommunikation zu überwachen und aufzuzeichnen, auch die dem Brief- oder Postgeheimnis unterliegenden Sendungen zu öffnen und einzusehen. Außerdem schloss die damalige Bundesregierung mit den drei Westalliierten einzelne Geheimabkommen ab, die ihnen weiterhin Überwachungsrechte einräumten. So heißt es in der entsprechenden Vereinbarung mit den Briten, Zitat, wenn die entsprechenden britischen Behörden Brief-, Post- oder Fernmeldekontrolle in der Bundesrepublik Deutschland für erforderlich halten, ersuchen sie das Bundesamt für Verfassungsschutz um diese Maßnahme. Und daran hat sich nach Meinung von Historikern und Juristen bis heute nichts geändert. Also es kann keine Bundesregierung sich heute weigern, diese Forderung der Alliierten, insbesondere der ehemaligen Siegermächte, die drei Mächte, Großbritannien, Frankreich und USA, zu verweigern. Das ist aus mehreren Gründen problematisch. Ein Grund ist, Geheimverträge sind generell nach der UN-Charta unzulässig. Der zweite Punkt ist, dass dieser Geheimvertrag aus dem Jahr 1968 keine hinreichenden Kontrollen vorsieht, sodass man heute, wenn Abhöraktionen stattfinden, nicht hinreichend weiß, auf welche Grundlage es stattfindet. Mit der Wiedervereinigung sollte die Bundesrepublik ihre vollständige Souveränität erlangen. Doch gelten die alten Geheimabkommen zwischen Deutschland und den drei Westalliierten immer noch? Verfügen die Alliierten noch über die Sonderrechte für die Überwachung? Wir fragen bei mehreren Ministerien nach. Nur das Bundesinnenministerium antwortet ausweichend. Zitat: Aufgrund der Komplexität der Sach- und Rechtslage ist derzeit keine abschließende Bewertung möglich. So bleibt der Verdacht, dass Geheimabkommen zwischen Deutschland und den drei Westalliierten noch immer gelten und das zwei Jahrzehnte nach Erlangung der vollen Souveränität. Schon erstaunlich, dass wir auf eine Frage nach der Souveränität Deutschlands von mehreren Behörden nur ausweichende Antworten bekommen.